Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, das vor einer Woche vorgestellte Katzenmädchen wohnt bereits in einem neuen Revier. Für den ebenfalls vor einer Woche vorgestellten Kleinpapagei hat sich zwar kein Besitzer gemeldet, aber der schöne Vogel hat Gesellschaft bekommen. Mit den vielen Pfirsichköpfchen, die gleich im Anschluss vorgestellt werden sollen, fühlt er sich nicht mehr so allein. Die Vögel kommen in Scharen, so könnte man es im Moment in der Arche Noah deuten. Vor 5 Wochen war es eine Schar Wellensittiche und jetzt gibt es eine Schar Pfirsichköpfchen mit einem fast Schwarzköpfchen, dessen Kopf nicht ganz schwarz gefärbt ist. Das bereits vorhandene Grünköpfchen kam nun zu dieser Schar hinzu, sodass eine ganz schön bunte Mischung zu bestaunen ist. Alle jetzt im Tierheim betreuten Vögel konnten nicht mehr richtig versorgt werden und wurden deshalb von Amts wegen in den Tierschutz eingewiesen. Die Heimat dieser kleinen Papageien ist Afrika, wo sie sehr glücklich in Freiheit leben können. Im Internet kann man lesen, dass die bunten Vögel seit 1926 nach Europa importiert wurden. Allerdings nahm das im Laufe der Zeit so große Ausmaße an, dass der Import, zum Glück der Vögel, heute verboten ist. Pfirsichköpfchen und andere Kleinpapageien werden heute in Europa gezüchtet und auf Börsen getauscht und verkauft. Auf solche Züchter oder Liebhaber der schönen bunten Vögel setzt Tierheimleiterin Katrin Mattes ihre Hoffnung. Denn die farbenfrohen Geschöpfe sollen unbedingt ein Leben in Gemeinschaft weiterführen können. Mindestens paarweise, anders werden die Vögel nicht vermittelt. Außerdem sind sie ein Leben in einer Voliere gewöhnt und werden nicht in eine kleine Käfighaltung abgegeben. Diese Vögel sind Exoten in unserer eher kühlen und nicht so bunten Welt Europa. Sie sollten so artgerecht wie es nur geht behandelt werden. Das bedeutet vor allem nicht allein sein und ausreichend Platz haben, um zumindest kurze Strecken fliegen zu können.